Hi, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich weiß, ich habe gestern, also den 16.05., ich vergesse immer den Monat, welcher das ist, weil ich sage ja immer Mai oder ich nenne den Na Monatsnamen. Die Zahlen mache ich das ja, sage ich ja nie oder selten. Also, willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke. Danke, vielen Dank. Noch könnt ihr könnt ruhig noch mehr Tipps auch unter diesen Kommentaren unter dieses Video könnt ihr auch Kommentare runterschreiben, wie zum Beispiel welche Challenge ich mache. Danke, danke für sehr viele Kommentare. Ich werde die Challenge alle mir mal durchlesen, was das für genaue sind. Werde auch mal genauer Videos anschauen, wie zum Beispiel der eine hat geschrieben, ich kann ja mal Videos aufnehmen, wie ich zum Beispiel mir lustige Videos anschaue und nicht dabei lache. Ich sag gleich von Anfang an, nee, das sage ich eigentlich nicht, doch sage ich euch. Ich hatte eine sehr schlimme Vergangenheit. Ich wurde sehr viel gemobbt in meiner Schule. Ich wurde sehr viel auch im Kindergarten halt gemobbt und geschlagen und getreten, dass ich fast selber gedacht habe, in jetzt meiner Teenagerzeit, dass ich sterben will. Ich weiß, manche wollen das jetzt nicht hören, aber ich habe mich auch selber schon fast umgebracht in dem Sinn. Ich habe mir die Kante gegeben mit einem Energy Drink und hartem Zeug. Ich hatte auch schon mal Drogen genommen, das gebe ich euch echt zu. Deshalb, ab einer bestimmten Zeit, habe ich das Lachen, jetzt komme ich wieder auf das Thema zurück, habe ich das Lachen verloren. Ich kann also in dem Sinne nur noch lachen, wenn jemand zum Beispiel von einem 3-Meter-Sprungbrett runterfällt und hat sich zum Beispiel jetzt ein Bein gebrochen oder was auch immer. Also ich habe mir sozusagen ein Schutzschild aufgebaut. Ja, es hört sich für die Leute, die das nicht verstehen und meine Vergangenheit nicht erlebt haben, hört sich das scheiße an. Ich kann halt jetzt auch verfolgen, wenn mit verstehen, falls ihr jetzt mich halt deabonnieren wollt dafür, weil ich schlechte Vergangenheit habe oder so. Das akzeptiere ich. Ich hatte auch echt öfters am Überlegen gehabt, an der Anfangszeit vom YouTube noch, hatte ich sehr viele schlechte Kommentare beziehungsweise sehr schlechte Aufrufe bekommen, dass ich gedacht habe, so jetzt reicht es. Ich will sterben. Hab mich selbst verletzt, alles Mögliche. Dafür habe ich dann. Nee, das seht ihr nicht. Diesen Drachen tätowieren lassen. Diesen Drachen bedeutet für mich Stärke, Mut und alles. Dann habe ich zum Beispiel noch zwei wichtige, nee, eigentlich drei wichtige Personen in meinem Leben verloren. Leider an das Bescheuerte. Ihr wisst bestimmt den Na ich kann ihn aussprechen, aber ich will ihn nicht aussprechen, weil sonst kriege ich einen Hals. Weil die sind mir einfach ans Herz gewachsen. Das waren wie meine Eltern, wie meine Mutter, wie meine eigene Familie Mutters. Ja, sorry, wenn ich jetzt mich anhöre, wieder als ob ich heulen würde. Mir sind die Tränen am nahe. Ich kriege einen Hals, wenn ich das Wort spreche, aber ihr könnt bestimmt denken, wie ich meine. Ich gebe euch einen Tipp. Diese Krankheit ist sehr bekannt und es gibt sehr viele Krankheitsstellen. Haut, Blut. Ja, ich nenne es einfach Tumor, Krebs. Meine Freu meine Bekan
wichtigen Person, zum Beispiel die eine, möchte ich den Namen jetzt nicht sagen, die habe ich in meiner Kindheit verloren. Es war eine Erzieherin, die war eine Chefin von einem Hort und einem Kindergarten zugleich. Die habe, ist in Rente gegangen, war alles noch gut, gesund. Auf einmal kam ich die Nachricht, oder haben wir die Nachricht bekommen, sie lebt leider nicht mehr. Mich hat es natürlich direkt der Schock. Ich bin dann weggegangen, habe mich zurückgezogen. Und da hat es auch angefangen, dann halt meine schwarze Seite aufzubauen, so ein Schutzschild. Ich lasse nur noch besondere Leute in mir hinein oder ich versuche langsam wieder das Schutzschild abzubauen. Und die andere Betreuerin, das ist auch eine Betreuerin gewesen, ich bin ja in so einem Heim gewesen dann, in verschiedenen. Jetzt zuletzt war ich in Marienhausen, in Gruppe 3, das da oben ist. Da oben. Da habe ich auch eine sehr nette Betreuerin gehabt. Den Namen möchte ich leider auch nicht nennen. Sorry. Sorry. Ja, die war auch eigentlich kerngesund. War meiner Seite aus kerngesund. Sie hat sich auch kerngesund gefühlt. Auf einmal war sie dann plötzlich nicht mehr da. Ich dachte, ja okay, sie ist krank. Vielleicht hat sie irgendwas eingeholt, sich eingefangen. Irgendeinen Magen-Darm oder so. Ja, war leider dann nicht so. Dann habe ich die Gruppe gewechselt, habe mich noch von ihr verabschiedet, aber nicht persönlich, sondern von ihrem per Schreiben, per Brief. Habe das dann irgendwann mitbekommen, dass sie dann auch verstorben ist, leider. Aber nicht normal gesagt, sondern ich kam aus Skiurlaub. Die ist nämlich in meiner Skifreizeit verstorben. Nicht in meiner, ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich war weg, ich war in der Skifreizeit. Und sie ist zu Hause oder im Krankenhaus, wo auch immer, verstorben. Ich habe es, wie gesagt, nicht mitbekommen. Ja, dann kam ich wieder aus der Skifreizeit raus, bin in die Klasse gegangen, habe mit meiner Freundin ein bisschen gequatscht, mit meiner ehemaligen, also mit meiner Ex-Freundin. Damals war sie ja Freundin. Habe dann ein bisschen mit denen gequatscht. Kommt auf einmal so eine Helferin für einen Schüler, sagt hier, so einfach mal spontan rausgesprochen, hier weißt du, dass die und die Person verstorben ist, dass sie nicht mehr lebt. Einfach mal so knallt, statt zu sagen, Chris, ich muss dir jetzt leider was Schlechtes benachrichtigen, dass die Person gestorben ist. Nein, sie hat es einfach so knallvoll die Tür von mir zu, Tür mit Nagel oder wie man das ausspricht, keine Ahnung, einfach so gesprochen. Ja, es tut mir echt leid. Dann habe ich meiner Lieblingslehrerin, die lebt zum Glück noch, zum Glück, toi toi toi, habe ich dann hingeguckt, sie hat gesagt, genickt und hat gesagt, ich hätte es dir besser gesagt, ich hätte es dir schon dabei gebracht. Ich bin dann auch wieder zurückgezogen, bin raus aus der Klasse. Alles hinter mir gelassen, erstmal angefangen zu heulen. Und die andere, die habe ich jetzt, ist vor kurzem erst gestorben, dieses Jahr. Davon habe ich gar auch, wie gesagt, nichts mitbekommen. Ja, scheiße halt. Und das waren die drei wichtigsten Personen. Ah ne, vier eigentlich. Die andere ist ja auch leider an. Nee, Herzinfarkt. Die andere ist leider wegen was anderem verstorben, nämlich an Herzinfarkt. Aber sie war auch eine wichtige Person. Also ich hatte vier wichtige Personen verloren. Und deshalb habe ich mir gesagt, eine Schutzwand gebaut. Und dann hatte ich, wie gesagt, die Schulzeitmobbing, Kindergartenmobbing, Tagesgruppenmobbing, alles Mögliche. So, jetzt.
Dann vor der Tür. Ja. Ja, hier seht ihr ein bisschen mein Zimmer vor. Ah ja, ja, ich hatte halt sehr schlechte Kindheit. Deshalb bin ich auch sehr, sehr, wie heißt, zurückziehend. Lach nur noch, wenn jemand sich verletzt. Ja, ich habe schwarzer Humor, nennt man das. Boah, ist es hier in der Luft. Ich will das eigentlich gar nicht, aber leider kann man sich das nicht aussuchen, das nicht zu haben. Ich versuche immer, sorry auch nochmal für die scheiß Breitbild, komische Bildformat. Wie gesagt, meine Kamera ist verschwunden. Aber egal, jetzt zum Thema zurück. Ja, halt so ist es. Deshalb kann ich halt nur lachen, wenn jemand sich verletzt hat und auch wirklich verletzt hat und nicht so einfach tut. Ja. Und ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel zu erzählen. Die anderen Videos, auf alle Fälle so witzige Videos, die sind nicht gestellt. Nein, keine, jetzt nicht falsch denken, dass ich sie gestellt sind. Es gibt auch wirklich Situationen, die sind wirklich richtig, halt auch richtig witzig, die nehme ich dann auch auf. Ja, okay, aber egal. Okay, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Abonnieren nicht vergessen. Kommentieren, wenn es euch gefallen hat, wenn es nicht, auch egal. Wenn ihr es halt mich wieder deabonnieren wollt, wegen der Vergangenheit von mir. Es ist eure Sache, wenn es euch nicht mehr fällt, mich zu abonnieren. Dann tut mich halt nicht mehr abonnieren. Natürlich freue ich mich auf jeden Abonnenten. Kein Ding. Natürlich freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich auf jeden Abonnenten. Ich hoffe es, dass ich euch immer weiter belustigen kann, beziehungsweise auch mal nicht belustigen kann oder mal euch verfolgen kann, mich euch mitnehmen kann in meinem Leben, so wollte ich sagen. Egal, abonnieren nicht vergessen, Däumchen hoch, das wäre froh. Das war's wieder, bis zum nächsten Mal, euer Chris.